Retterin. Danke, dass du Zeit für mich hast. Und mein Beileid, dass du dir Alvins Geschwafel anhören musstest. Es gibt Schlimmeres. Klingt, als würde er dir mächtig Druck machen wollen. Der Gedanke, dass die Kaja absichtlich Dornrücken in den Schrecken lassen, ist... Das ist völlig absurd. Aber je lauter und öfter er das sagt, desto mehr Leute unterstützen sein Konzessionsdekret. Wie sind die Dornrücken in den Schrecken gelangt? Das weiß niemand. Zuerst wurden sie westlich des Steinbruchs gesichtet. Aber wenn sie nicht fliegen gelernt haben, weiß ich nicht, wie sie über die Berge gekommen sein sollen. Andere Möglichkeiten? Meines Wissens nach nur über Fahrlicht. Hör zu. Wenn du dieser Sache auf den Grund gehst, biete ich dir einen wirklich beachtlichen Lohn dafür an. Alvin soll endlich Ruhe geben. Konzessionsdekret. Was ist das denn eigentlich für ein Scheiß? Jetzt mal ganz ehrlich, ich verstehe da bloß Bahnhof. Ein Dekret ja, aber Konzession? Was ist dieses Konzessionsdekret, das Alvin will? Er möchte, dass das Sonnenreich Teile des Schreckens an die Osseram abtritt. Natürlich nur solche Gebiete, die irgendwie wertvoll sind. Lass mich raten. Er profitiert irgendwie davon. Ganz genau. Wenn der Schrecken unter Osseram Gesetz fällt, kann er sich mehr Gelder für ihre zahlreichen Projekte sichern. Und ohne Konzession bekommt er keine Gelder? Nein. Das Sonnenreich könnte ihre Vorhaben jederzeit stoppen. Deshalb ist diese Konzession so wichtig für ihn. Und den Kaja die Schuld an den Dornrücken zu geben, so absurd das auch ist, spielt ihm in die Hände. Er ist halt, ein Geschäftsmann, kann ich bloß so gut sagen. Bisschen falschen hier und da. Die Kajas die Schuld in die Schuhe schieben. Wieso hilft es Alvin, wenn er die Kaja für die Dornrücken verantwortlich macht? Sieh dich um. Wir sind zwar im Sonnenreich, aber in Kettenkratz gibt es doch nur Rost und schales Bier. Die Behauptung, die Kaja ließen Dornrücken los, um Osseram-Arbeiter zu bedrohen und zu unterdrücken. Naja, absolut niemand hier hat die Grausamkeiten des verrückten Sonnenkönigs vergessen. Und da wegen der Dornrücken die Arbeit im Tal lahm liegt, hat Alvind genug Zeit, kaum verheilte Wunden aufzureißen. Und wenn die Osseram erst mit der Konzession die Arbeit wieder aufnehmen wollen, hast du keine Wahl. Korrekt. Der Wiederaufbau von Fahrlicht muss weitergehen. Ja, aber eigentlich habe ich keine Lust, diese Donnerrücken zu besiegen. Das ist jetzt euer Problem. Wie bist du denn hier gelandet? Ich wollte hierher, ob du es glaubst oder nicht. Die Leitung des ganzen Tals im Namen des Sonnenkönigs? Es war eine Ehre, ist eine Ehre, meine ich. Aber dein Job wäre viel einfacher, wenn jemand wie Alvin dir nicht ständig hineinpfuschen würde. Alvin wird mir erhalten bleiben. Er ist schon länger hier als ich. Er hält sich sogar für den Gründer von Kettenkratz. Vielleicht ist er das sogar. Ja, ich werde schon mit ihm klarkommen. Ich muss. Ja, wir müssen mit ihm auch fertig kommen. Die erste Sichtung. Wo wurde die gemacht? Wie wurde sie gemacht? Wer hat überlebt? Kann ich die Donnerrücken irgendwie nach einem Weg fragen? Ich muss da auch noch in den Westen. Vielleicht kann ich da so einen Deal für uns fertig machen. Da kannst du auch noch ein bisschen verdienen. Wie wär's? Bist du dabei? Ich mach den guten Preis. Die Dornrücken waren also zuerst westlich des Steinbruchs? Ja, einem verstörten Arbeiter zufolge bebte zuerst der Boden und dann kamen sie den Berg heruntergestürmt. Er rannte den ganzen Weg bis hierher. Dann sollte ich dort anfangen. Wenn du die Wahrheit rausfindest, hört Alvin vielleicht auf, für alles immer die Kaja zu beschuldigen. Und vielleicht konzentriert er sich dann endlich auf den Wiederaufbau von Fahrlicht. Ach ja, so manche Verschwörungstheorien sind doch genauso aufgebaut. Na raus aus der Taverne, leider kein Bier bekommen. Das ist doch belastend. Unbekannt.
Hier drinnen oder draußen? Ich hoffe mal hier drinnen. Guten Tag, hier ist mir irgendwas unbekannt. Da oben. Kannst du mir Tränke brauen oder was ist mit dir los? Ja, hallo. Guten Tag. Ach stimmt, die haben ja die Arbeit eingestellt. Das geht ja nicht. Codex und so. Dass du das aber auch brav sauber machst, ja? Ich weiß, wenn du da irgendwie was auslässt. Die Retterin sieht und weiß alles. Spinn ich oder war da gerade irgendein blaues Symbol oben? Ah, ich bin sehr fit. Fitter als du. Oder meinst du den Typen da? Hey, du hast da ein paar richtig schöne Waffen, was? Ja, soll ich dir mal zeigen, wie sie funktionieren? Wird bestimmt ganz witzig. Okay. Eine Prise Wagemut. Hey. Tja. Maschinenstreit, Anfänger. Sieht toll aus wie immer. Sollte ich das vielleicht machen? Hat ja lang genug gedauert. Okay, wie kommt man da rein? Ja, nee. Das würde mir jetzt zu lange in Anspruch nehmen. Ja, dann müssen wir einfach mal nach Ehren suchen. Ha. Vielleicht können wir auf den Weg dahin noch irgendwie ein paar Reittiere uns holen. Und Händler. Nee, doch nicht. Ah. Hm. Ich müsste sich doch der Schaden ins Nahkampf vergrößert haben. Wir machen immer noch den Schaden. Ach, alles kaputt. Alter, der Gynäkologenschlag. Aufgeladen. Fertig. Feuer! Die da unten, lass die mal in Ruhe, ich bin heute guter Laune. Na, du lässt mich einfach so raus, alles klar. Ah, kann ich mich da irgendwie hoch winden, hochlaufen? Da kommen wir noch aber hoch. Ey, ey, Leute, da kommst du doch hoch. Okay. Was ist das denn für ein wild gewordenes Wildschwein? Kann ich dich irgendwie überbrücken? Ja, nee. Ey! Du warst nicht gefragt. Ey, was? Mehr Schaden als... Könnte ich... Ach, da oben. Wing. Der Kill gehört mir. Jawoll. Das ist mein Kill. Ich habe ihn getötet. Das guckt ihr so. Ah, wollt ihr mich echt angreifen? Hört euch das? Na, das werdet ihr noch bereuen. Na, jetzt komm auch her. Du hast versucht, mich anzugreifen, dann komm auch her. Ja, dann musst du den Freund halt dran glauben. Oder auch nicht. Ah. Das hat ein... Ach, das sind die Dornrücken. Das sind die Wildschweine. Okay. Das heißt, wir müssen einfach gegen wild gewordene Wildschweine kämpfen, die Gift spucken können.
Okay. Ich hinterfrage das einfach mal nicht, was die Entwickler sich da schon wieder ausgedacht haben. Aber wie kommt man hier hoch? Nee, ich konnte gerade nicht hochklettern, schade. Kann man von da oben vielleicht runtergleiten oder so? Da ist doch was. Da oben. Das sieht mir nach einem Gleitwerkzeug aus. Steine, Steine. Stein um Stein, mauer ich dich ein. Ey. Ich sieht mich gar nicht. Stimme überbrücken, ja natürlich hier, hey. Komm mal her. Lass mich dir besteigen. Du bist jetzt mein Schatz. So, mal hochschalten. Da hinten geht's irrend. Konnte man nochmal absteigen. Achso. Halt durch! No. Ja, komm mal her. Hier. Hier. Ja, komm. Als ob. Rein da. Ich habe gesagt, rein hier. Danke. Hier, kritischer Schlag. Ja, hab ich doch gemacht. Sind hier noch welche oder wie? Der ist tot, hier ist sonst keine. Also was moserst du hier rum? Ich brauche noch ein bisschen Wildfleisch noch. Ich möchte nicht ausprobieren, was passiert, wenn Aloy da reinläuft. Obwohl. Ha. Ah, da ist noch einer. Ja, kommen Sie mal her. In Gutstätten kann ich vielleicht herausfinden. Kommen Sie her, hier bin ich. Der Feind. Okay. Hier bin ich. Wie, du springst rüber. Wie, du schießt mich. Komm. Macht bestimmt nicht Aua. Dachte ich mir doch. Und zack. Das war der letzte. Oh. Hallo, der Schwester. Letzte wieder. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Wie, Schwester? Ich habe eigentlich gehofft, Eren zu treffen. Der Schmiede, dass du kommst. Stolperdraht ist praktisch, aber Maschinenjagd ist was für Jüngere. Komm schon her. Ich will mich ordentlich bedanken. Turles, hey. Mein guter Osaram. Hab ich Glück gern gemacht. Ja, du bist eine versierte Jägerin. Du hast die Wühler schneller erledigt, als die Garde einen Dornrücken. Dann ist die Garde hier durchgekommen? Ja, noch nicht lange her. Haben den Dornrücken erledigt und sind nach Süden. Und dann tauchten die Wühler auf, um den Kadaver zu zerlegen. War ja klar. Süden, verfolgen sie mehr Dornrücken? Vermutlich. Im ganzen Tal wimmelt es von denen. Die Garde schien fest entschlossen, sie auszurotten. Verstehe. Moment mal, Rotschopf. Ey, pass auf, was du sagst. Wenn du jagen willst, brauchst du eine Stolperfalle. Nicht irgendeine Stolperfalle. Eine von meinen. Kostenlos. Hey. Handwerklich solide gemacht. Yep. Hab das Design verbessert, seit ich von Kettenkratz weg bin. Hier ist mehr Platz zum Basteln und weniger potenzielle Unfälle. Unfall in Kettenkratz? Also ich meine, ich kann mir was mit Alwyn vorstellen, dass der irgendwie versucht, das zu unterbinden. Aber sonst? Ist in Kettenkratz irgendwas passiert? Wohl eher jemand. Alwyn. Lass mich raten. Alwyn.
als ich noch ein Haus in der Stadt hatte, haben ihm meine Waren gut gefallen. Hat immer auf den Irvend-Rabatt bestanden. Ich sagte nein, das hat ihm nicht gepasst. Ich kann es nicht beweisen, aber er hat meine Werkstatt in Brand gesetzt. Seitdem fühle ich mich wohler mit etwas Abstand zwischen uns. Aha. Würde ich auch machen. Mit so ein bisschen Vibes von dem Schmied und dem Brandstift aus Witcher 3. Der Seilbahnfahrer meinte, dass die Dornrücken erst gestern aufgetaucht sind. Weißt du was über sie? Wie geht's dem alten Kahn? Er und ich sind seinerzeit in allen möglichen Ärger geraten. Einmal da sind... Weißt du etwas über die Dornrücken? Nein. Was Kahn sagt, stimmt. Sie tauchten auf und liefen amok. Zum Glück kamen du und die Garde genau rechtzeitig, um mir meinen Hintern zu retten. Ach, gestern war Montag, ne? Ey, ist halt das Wochenende wieder vorbei. Die konnten leider nicht Sonntag einfallen in das Dorf oder in das Land. Ja, da war leider Ruhetag. Konnte man leider nichts machen. Und die ganzen Dornrücken-Kinder, die mussten ja auch irgendwie zu Hause versorgt werden und mussten ja heute noch in die Schule. Also das ist ein bisschen mehr, als dass man das irgendwie so normal machen könnte. Es ist schon verständlich, dass die erst montags gekommen sind. Finde ich auch gut. Halten sich an Arbeitszeiten und so. Ich muss jetzt gehen. Danke für die Stolperfalle. Während du die Dornrücken erledigst, mache ich mich auf den Weg runter ins Jagdgebiet. Weißt du, dass es eine Stolperfallenprüfung gibt? Komm vorbei, wenn du sie versuchen willst. Vielleicht, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Nee, Prüfung, ganz ehrlich. Ich habe schon im ersten Teil nicht wirklich gemocht.